So, da bin ich wieder. Diesmal fangen wir mit dem zweiten Sim an in der Familie. Er heißt auch Reus, und zwar er heißt Philipp Reus. 2 L und 2 P. Ja, meinetwegen. Kann man ja eigentlich schreiben, wie man möchte. Ja. Er sieht irgendwie voll niedlich aus, gerade so wie er noch ist. Ich frage mich gerade, ob ich die Frisur behalten soll. Eigentlich hatte ich eine andere Frisur im Sinn. Aber die sehe ich ganz schick. Woraus ist die denn? Ich glaube, aus Lebensfreude. Habe ich die überhaupt schon mal verwendet? Weil die ist eigentlich ganz hübsch, aber. Mal schauen. Ich weiß jetzt gar nicht. Der soll ja eigentlich normal sein von seinem Körperbau her. Aber der hat so trainierte Arme. Gibt es denn hier keine normalen Arme? Wenn selbst wenn der fett ist, hat er trainierte Arme. Komisch. So. Ich denke, so passt das. Also wie gesagt, der soll halt normal sein. Der soll jetzt nicht übelst trainiert sein oder so. Und wir sind ja mit der Stadt eigentlich schon durch, darüber zu erzählen. Hey, woher ist denn die Frisur? Hallo, Frisur? Wo bist du? Hä? Gibt's die? Ah, das ist die. Ach so, die Frisur ist Monte Vista. Deshalb. Oh, habe ich die schon mal verwendet? Die ist echt schick. Wenn ich die jetzt noch in meiner Haarfarbe, die ich haben möchte, nehme. Moment. Ja, so ungefähr sollte das eher sein. Oh, ich glaube, ich lasse die. Zu dem Philipp passt das ja auch eigentlich. Würde ich sagen. Was mir nicht passt, ist die Musik, aber das wisst ihr ja schon. Ich glaube, die wird's, oder? Wenn es noch irgendeinen gibt mit der Frisur, dann ist es egal. Aber die sieht richtig gut aus. Behalt mal. Ja. ja, das ist auch okay. Oh, ich glaube, ich will den genauso lassen. Der sieht doch toll aus, oder? Der sieht eigentlich toll aus, so. Ich wollte mir eigentlich auch noch ein 3-Tage-Bad geben. Vielleicht nimmt das das Niedliche. Ja, doch, das geht noch. Das passt noch mit rein. Ja, das ist gut. So gefällt er mir. Ne? Ich bin richtig begeistert. Ich hatte ihn eigentlich ganz anders im Sinn, dass er so ein bisschen kantiger ist und so. So ein bisschen erwachsener wirkt sozusagen. Und nicht so jugendlich. Aber das passt eigentlich ganz gut, finde ich. Er hat ja eigentlich auch ein Kind, deswegen. Aber ich denke, das passt trotzdem. Weil, ja, es gibt ja auch jugendlich aussehende Väter. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, genauso graue Augen wie die Schwester. Und wenn schon die Haarfarbe und so und das Gesicht garantiert auch nicht stimmt, dann aber wenigstens die Augenfarbe. Und eine schöne Nase. Die passt auch ganz gut. Die können wir eigentlich auch so lassen. Die ist auch ein bisschen ähnlich wie die von der Schwester. Münder passe ich aber eigentlich immer gerne an. Ich weiß nicht warum. Ich passe halt einfach gern an, weil die Münder so. Gut, bei Männern die Münder. Ja. Muss ich mal sagen, bei Frauen ist es einfach. Da weiß man, wie hübsche Münder aussehen sollen. Aber bei Männern. Ich weiß nicht. Also ich habe damit zumindest nicht so viel Erfahrung. Beziehungsweise es muss halt ins Gesicht passen, würde ich sagen. Und bei ihm passt das ganz gut. Ohren passen auch. Bei ihm sieht man sie ja.
Ja, das ist ganz schön. Ich musste gar nicht viel machen. Das ist doch praktisch. Vielleicht kriegt er auch später mal ein Tattoo, wenn er möchte. Das kann man ja zum Glück individuell weiter gestalten. Aber jetzt auf jeden Fall noch nicht. Und oh Gott, was ziehe ich ihm nur an? Oh, ich habe keine Ahnung. Also er ist ein Vater, ein junger Vater, ein alleinerziehender Vater. Sein Kind ist übrigens Jamie. Wird ein Kleinkind sein. Er kümmert sich aber auch um die Pferde, die beiden haben werden. Noch um die Katze. Also er wird auf jeden Fall ein Tierfreund sein. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Und ah, ja, genau das wollte ich ihm geben. Ja. Oh, dieses. Ich weiß auch nicht. Sieht irgendwie cool aus. Ich mag's. Ich weiß nur nicht, ob ich es ihm einfarbig oder kariert geben soll. Ich glaub eher so kariert. Das ist ganz schick. Sieht irgendwie auch gleich wieder älter aus. Was so ein paar Klamotten gleich machen. Ja, na gut, kariertes Hemd. Sieht doch schon eher nach einem Vater aus, würde ich sagen. Paar schicke Hosen. Ist ja auch so eine Art Zerrissenhosen gibt. Ich meine, anders als solche, die sind ja wieder. Warum sieht man hier? Ist das so dunkel da drin? Das sieht richtig lustig aus. Ja. Die vielleicht. Die machen gleich wieder jünger. Ach ja, die Klamotten. Die sind irgendwie komisch. Ich würde eigentlich eine normale Jeans nehmen. Ich nehme die Jeans wirklich jedes Mal. Ich nehme die bei jedem meiner Sim-Männer. Ich nehme immer diese Hose. Die finde ich aber auch cool. Die würde ich bei einem Rockstar nehmen. Aber er ist kein Rockstar. Vielleicht wird er ja mal eine. Das kann man nicht wissen. Ich glaube aber, ich nehme die Hose. Vielleicht doch eher sowas in der Art. Ich werde es ja eh nochmal umfärben. Ah, nee, ich nehme sie doch nicht. Aber erstmal Schuhe. Was Stiefliges. Sowas in der Art Stiefel. Die man eh nicht erkennt, weil sie unter der Hose sind. Ja, genau so eine Stiefel wollte ich haben. Ja, ich glaube, ich nehme doch die, oder? Ah, ich nehme die Jeans. Ja, ist okay. Vielleicht doch eher so, oder so, oder so, oder so. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme sie so. Aber ich denke, Accessoires wird er keine kriegen, weil. Na, warum habe ich das jetzt laden lassen? Ich finde das doch super so. Ich will zur Hose. Schnell zur Hose. Bevor ich hier weiter Unheil anrichte. Das mit schnell zur Hose war dann wohl doch nix. Naja. Haben wir Zeit. Was Philipp so den ganzen Tag machen wird, das weiß ich eigentlich bisher noch nicht so genau. Er wird sich auf jeden Fall um seinen Sohn kümmern, natürlich. Er wird ein vorbildlicher Vater sein. Was er sonst noch machen wird, sie werden einen Garten haben, natürlich, um den er sich kümmern muss. Und natürlich haben sie auch Pferde, wie schon erwähnt, um die er sich auch kümmern muss. Er muss ja also um alles kümmern, sozusagen, um den Haushalt, am besten auch noch mit. Und ja, das wird eigentlich so seine Hauptaufgabe sein bisher. Ziemlich langweilig noch, aber dafür ist es ja ein Let's Play. Dafür, dass ihr mir dann auch noch Tipps gebt, was ich denn noch so alles machen kann. Aber die ersten Tage wird er auf jeden Fall erstmal so weit arbeiten. Beziehungsweise halt nicht arbeiten. Also vielleicht mache ich aus ihm einen selbstständigen Gärtner oder irgendwie sowas in der Art, zumindest für den Anfang. Damit er halt wenigstens ein bisschen was dazu verdienen kann oder er kriegt einen Nebenjob, so 3 Stunden. Sowas in der Art wird er vielleicht werden. Die Theresa soll ja eigentlich auch nebenberuflich so ein bisschen mit den Pferden ausreiten, also
die wird sich schon, also die wird ziemlich ehrgeizig sein. Also ich habe ihr jetzt nicht das Merkmal ehrgeizig gegeben, aber sie wird ziemlich ehrgeizig sein. Dieses, das hier liebe ich zum Beispiel auch. Das finde ich richtig toll. Sieht so schick aus. Aber das gebe ich auch jedem meiner Sims. Das ist nervig. Und ich gebe sie jetzt aber trotzdem, weil das interessiert auch keinen, ob ich sie jedem gebe. Ich spiele ja nur mit denen jetzt, also im Let's Play. Das sieht das ja keiner, dass ich es allen anderen auch gebe. Deswegen kann ich das machen. Ja. Deswegen, also Philipp wird derzeit erstmal eher zu Hause arbeiten. Vielleicht, wenn sein Kind älter geworden ist, wendet er sich vielleicht eher einer festeren Arbeit zu. Das kann man ja nicht wissen. Vielleicht wird das so werden. Vielleicht aber auch nicht. Und ja. Wie gesagt, falls ihr euch wundert, was labert die da die ganze Zeit? Die hat doch noch gar nicht angefangen. Ja, ich überlege mir immer schon im Vornherein, was meine Sims so alles machen sollen. Und deswegen weiß ich das halt jetzt schon, was die alles machen werden. Ich weiß nur beim kleinen Jamie noch nicht, was er werden soll. Da werde ich die Merkmale auch erstmal noch ziemlich allgemein halten. Aber ja. Das ist ja bei Kleinkindern noch nicht so schlimm. Die haben ja nur zwei Merkmale am Anfang. Mit zwei allgemeinen Merkmalen kommt man eigentlich ganz gut hin. Okay, sieht sehr schick aus, finde ich. Philipp soll natürlich auch seine Traumfrau finden, weil ja seine die Mutter seines Sohnes ihn verlassen hat. Ich weiß nicht warum, aber sie hat das getan. Frauen muss man erstmal verstehen. ich glaube, das ist zu macho-mäßig für ihn. Er trägt mir so was Einfaches. In genau der Farbe. Ja, bei Männern belasse ich manchmal auch die Farbe einfach so, wie sie ist. Wenn es so grob passt, so ja, so ein Blau-Grau passt ganz gut. Gut ist. Ich weiß nicht, also es ist nicht so, dass einen die Motivation verlässt, aber bei Männern ist es auch nicht ganz so wichtig, dass es 100% passt oder ja, dass man das jetzt bis aufs kleinste Detail anpassen muss. Die können auch ruhig mal was sagen, was nicht zu 100% passt, obwohl es ja eigentlich zu 100% passt. Also, es passt ja eigentlich ganz gut. Will jetzt nicht sagen, dass der hässliche Klamotten trägt oder keinen Geschmack hat. Aber, ja, ich weiß nicht. Dass man auf jeden Fall schneller fertig, obwohl es bei mir nicht so aussieht. Aber ein bisschen schneller, so. So 2, 3 Minuten vielleicht. Ich muss den Rotton muss ich jetzt aber schon anpassen, ne? Das kann man schon verstehen, oder? Weil der geht ja sonst gar nicht. Also. So ein Hellrot mit einem Dunkelrot, das ist ja. Ist ja Augenkrebs. Wie es aussieht. So ist das schon viel, viel besser. Und so passt das auch. Er wird vielleicht ab und zu trainieren. Vielleicht wird er auch ein bisschen sportlicher mal werden. Bisher ist er, wie gesagt, eher noch normal gehalten. Also so normal, wie ich es jetzt hingekriegt habe. Also, ich finde, das sieht eigentlich ganz normal aus. So. So ein Muskelpaket muss ja nicht jeder Sim sein. Das kann auch nicht jeder Sim sein. Soll aber auch nicht so total dürr sein, sondern halt normal. Wie man halt isst, wenn man normal aufwächst, genug isst, nicht zu viel, nicht zu wenig und dann nicht übermäßig Sport treibt. Dann sieht man so aus wie er.
Als Sim. Als Mensch vielleicht nicht ganz. Sieht man dann vielleicht doch noch ein bisschen weniger pixelig aus, aber ansonsten. Ja. Abendkleidung. Ich finde eigentlich, dass bei Männern die Abendkleidung schon noch viel besser ist als bei den Frauen. Vor allem die Schuhe sind, wie ich finde, da, da ist eine viel bessere Auswahl, weil da halt die, ja, die normalen Schuhe, die man da halt auch ansonsten gern nimmt, also ich zumindest, sind da halt auch mit vertreten. Ja, das als Outdoor-Kleidung. Wenn es richtig kalt ist, ziehe ich mein zerfetztes Hemd an. Ja. Auf jeden Fall. Nichts lieber. Aber ich glaube, er kriegt sowas in der Art. Ich klicke immer schneller durch, als es durchgeladen ist. Sodass man hinterher überrascht ist, was man denn da zusammengewürfelt hat. Ja. Ich finde es ein bisschen nervig, dass es immer so lang durchlädt. Obwohl ich ja gar nicht so viele Sachen habe. Es gibt Leute, die ja noch 1000 Store-Sachen haben und bei denen lädt es trotzdem ähnlich lang wie bei mir. Da bin ich ein bisschen ungerechtfertigt. So schlecht ist mein Computer gar nicht. Eigentlich ist der ziemlich gut. Aber das hat einfach eher blöd, würde ich sagen. Ah, das ist also das komische Mustermodell. Na, dann lassen wir das so. Ja, das lassen wir jetzt alles so. Das ist okay. Grün mit Blau und Schwarz und ja, das passt. So, die Merkmale sind ja mal völlig bescheuert. Eigentlich waren es ganz schöne Merkmale, aber nicht passend zu ihm. So, also er ist auf jeden Fall ein Tierfreund. Was ich bei Sims mache, die nett zu ihren Kindern sein sollen, ist auf jeden Fall fürsorglich oder familienfreundlich. Bei familienfreundlich wollen sie aber immer ständig neue Kinder haben. Bei fürsorglich hoffe ich, dass sie einfach nur nett sind und zum Beispiel nicht bei jedem kleinsten bisschen Hausarrest geben, was mich bei Sims auch tierisch annervt, weil man die, ohne die zu resetten oder sowas, auch nicht abbrechen kann, diese Hausarrest-Geben-Aktion. Und das nimmt einem da teilweise so viel Zeit weg. Und ja. Er liebt die Natur auf jeden Fall, würde ich sagen. Was wollte er noch machen? Haushalt und so Krams. Ja, keine Ahnung. Ah, er ist hoffnungslos romantisch. Er will die Liebe seines Lebens finden. Ihr könnt einfach auch mal ein Pechvogel werden. Damit wir zum einen was Negatives haben und zum anderen was Lustiges. Und was ist sein Lebensziel? Das kann ich jetzt auch nicht wirklich sagen. Das hätte ich mir vorher überlegt. Was soll sein Lebensziel sein? Oh Gott. Kann ja erstmal in Geld schwimmen wollen. Weil das wird das sowieso. irgendwann mit der Zeit. Da das war es mein. So, was haben wir noch so? Shiny Concana. Ja, der mag Shiny Concana. Seine Lieblingsmusik ist Strandparty, weil ich Strandparty toll finde. Jo, er mag dunkelgrün und jetzt kann ich ihn nicht mal richtig hören wegen dieser scheiß Musik. Also nochmal. Nein. Okay, so ist okay. Ja, so klingt schön. Und er ist ein Krebs. Nein, Skorpion meine ich. Ja, das meine ich. Okay, wir sind bei 19 Minuten ungefähr. Ich denke, das reicht erstmal für diese Folge. Als nächstes wird auf jeden Fall das Kleinkind, der Jamie, erstellt und dann noch die zwei Pferde und die Katze. Mal schauen, ob ich das in eine Folge fasse. Ansonsten mache ich die Folge einfach länger, weil so lang wird das sonst an sich nicht mehr dauern. Und ja, ich hoffe, dass ihr auch bei der nächsten Folge noch zuschaut. Und ja, bis dahin, tschüss.